Heute für euch die Geschichte der Todesser erklärt und warum manche Todesser fest davon überzeugt waren, dass Harry Potter der neue dunkle Lord sein würde. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Todesser, Lord Voldemort und die Entstehungsgeschichte von ihnen sprechen. Die Todesser sind Voldemorts innerster Kreis und viele von uns sind sich bewusst, dass diese dunklen Hexen und Zauberer eine absolut brutale Kraft darstellen, die von niemandem außer einer Person kontrolliert werden können. Lord Voldemort höchstpersönlich. Außerdem zeigen sie keine Gnade oder Mitgefühl für ihre Opfer. Warum, wirst du dich fragen? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Alles, was sie tun, geschieht im Namen von Lord Voldemort. Sie sind ihm ein Leben lang treu ergeben und dienen ihm vollkommen. Und wir kennen Lord Voldemort und seine Gnade, die quasi nicht existiert. Voldemort war bei der Schlacht von Hogwarts bereits 71 Jahre alt und das heißt, er hatte also mindestens 35 Jahre lang Anhänger gesammelt. Die Frage hier ist, was hatte Voldemort vor, als er in seinen 20ern und 30ern war? Hat er nur Anhänger gesammelt? Ja, ich weiß, er arbeitete bei Borgin & Burks, aber es gab da noch keinen Lucius Malfoy, es gab auch keine Bellatrix Lestrange und es gab erst recht keinen Severus Snape. Diese kamen erst in seinen 40ern und 50ern. Die Frage hier bleibt eigentlich, gab es schon Todesser vor Lord Voldemort oder kam diese erst mit und durch ihn? Ich denke, das ist eine sehr interessante Frage, die durchaus berechtigt ist. Wer so viel Macht und Zeit hat, kann Großes vollbringen und dazu gehört natürlich auch eine Art Todessekte zu gründen. Fangen wir mit Tom Riddle selbst an. Die Wahrheit ist, er hatte immer Leute um sich, die bereit waren, die Drecksarbeit für ihn zu erledigen. Leute, die glaubten, dass sie seine Freunde seien, aber ohne dass sie es wussten, wurden die Freundschaften nicht wirklich erwidert. Tom Riddle hatte kein Verlangen nach Freunden. Tom hatte kein Verlangen nach Liebe oder geliebt zu werden. Er kümmerte sich nur um sich selbst und seine Ziele. Und das blieb so bis zu seinem Tod. Wie auch immer, lasst uns in der Zeit zurückgehen. Zurück zu der Zeit, als Tom ein Schüler in Hogwarts war. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Tom eine ziemlich etablierte Person war und sogar ein recht erfolgreicher Zauberer. Tom wurde in der Schule gefeiert als der größte Zauberer, der in Hogwarts wandelte seit Albus Dumbledore. Mit diesem Ruf kam natürlich großer Respekt und Anerkennung von den anderen Schülern. Und viele Schüler suchten seine Anerkennung. Sie wollten ein Teil seiner Gruppierung sein und wollten sich einfach an ihn und seinen Erfolg dranklammern. Einige teilten sogar seine Ansichten über das reine Blut und so wurde der Begriff Todesser geboren. Nach seinem Ableben in der Welt der Zauberer verschwand er für über 10 Jahre nach Albanien. Damit bleibt die Frage, was geschah mit ihm, bevor er unter dem Namen Lord Voldemort zurückkehrte? Und was geschah davor in seinen verbleibenden Monaten in Hogwarts mit seinen Freunden und Anhängern? Glaubten sie wirklich an seine Überzeugungen? Voldemorts Anhänger waren in der Anfangszeit wirklich sehr loyal, da sie dieselben Überzeugungen hatten. Die Gruppierung half Tom in seiner Schulzeit Rätsel zu lösen und sogar die Kammer des Schreckens zu öffnen. Bevor der Begriff Todesser zustande kam, nannte sich diese Gruppierung Ritter von Walpurgis und es gab einen ganzen Abschnitt, der ihnen gewidmet ist und wofür sie wirklich standen. Also existierte bereits eine Gruppierung vor Lord Voldemorts Zeit. J.K. Rowling sagte 2003 selbst, dass sie eine ausführliche Geschichte über die Geschichte der Todesser aufgeschrieben hat. Das Problem ist jedoch, dass sie nicht dachte, dass sie sie jemals brauchen würde und das ist die harte Realität bis zum heutigen Tag. Diese rassistischen Hexen und Zauberer haben keine Skrupel, die unverzeihlichen Flüche anzuwenden und unter anderem für Folterungen oder Tötungen zu benutzen. Sie sehen sich selbst als den Schwarzen Orden, der ihr Geburtsrecht vertritt. Die meisten von ihnen sind durchaus ehemalige Slytherin-Schüler. Auf dem linken Unterarm aller Todesser befindet sich ein dunkles Mal, das wie eine blasse Tätowierung aussieht. Mit diesem verzauberten Brandmal kann Voldemort die Todesser versammeln. Alle Todesser müssen Voldemort lebenslange Treue schwören, die er auch gnadenlos einfordert. Um seine Anhänger zu disziplinieren, verwendet Voldemort unter anderem hemmungslos den Cruciatusfluch und bestraft seine Anhänger regelmäßig. Nur selten belohnt er seine Helfer. Aussteiger gibt es nicht, sie werden im Normalfall hingerichtet. Die Todesser wagen es nicht, ihren Meister bei seinem Namen zu nennen, sondern betiteln ihn mit Dunkler Lord, ebenfalls weil sie Angst vor dem Tod oder seiner Bestrafung haben. Die meisten sind nicht wirklich loyal und glauben an alles, was er sagt, sondern haben eher Angst vor ihm und folgen ihm deshalb.
Es gibt einige ursprüngliche Todesser aus Voldemorts Schulzeit. Aus der Clique um Voldemort in Hogwarts entstand nach der Schulzeit seine Anhängergruppe, die wie schon gesagt den Namen Todesser trug. Einige Beispiele aus dieser Gruppierung sind folgende: Avery Senior, Lestrange Senior, Rosier Senior und Augustus Rookwood. Und dieser wurde Anfang 1996 aus Azkaban befreit. Ein später verworfener Entwurf von J.K. Rowling für das erste Kapitel des ersten Bandes sah einen Todesser namens Pirates vor, der es danach nie in die Harry Potter Bücher geschafft hat. In einem Interview vom 19.06.2003 verrät die Autorin, dass sie weit mehr über den Hintergrund und die Entstehung der Todesser weiß. In diesem Zusammenhang erzählte sie auch, dass die Todesser ursprünglich die Ritter von Walpurgis heißen sollten. Lasst uns nun herausfinden, warum sie denn diese beiden bestimmten Namen gewählt haben und wofür sie eigentlich stehen. Der Name enthält eine Menge Informationen. Die Theorie besagt, dass als Salazar Slytherin Hogwarts verließ, ging er nicht ganz alleine. Es war nicht so, dass alle gegen Salazar Slytherin waren und sie ihn verstießen und weitermachten wie bisher. Es gab viele, die den Hogwarts-Gründer unterstützten. Viele glaubten, dass er das Richtige tat, und genau diese Leute wurden zu den Rittern von Walpurgis. Aber warum sind sie dann erst wieder aufgetaucht, nachdem Tom Riddle wiederkam? Die Ritter von Walpurgis wurden ursprünglich gegründet, um sich gegen die Angriffe der Muggel zu schützen. Doch mit der Zeit wurden sie besser darin, sich vor den Muggeln zu tarnen, als sich aktiv zu verteidigen. Sie bauten versteckte Städte und knüpften Beziehungen mit den Muggeln der politischen Elite, um ihre magische Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und da die zaubernde Rasse nun verborgen war, wurden die Ritter nicht mehr gebraucht, aber die Organisation wurde nie wirklich aufgelöst. Lasst uns aber nun auf den Namen zurückkommen. Es ist eine Anspielung auf das Wort Walpurgisnacht, einem Ereignis aus der tatsächlich deutschen Literatur. Bei diesem Ereignis feiern die Hexen mit dem Teufel, im Grunde eine Feier der Macht der Magie. Daher haben die Ritter, die der Magie dienen, den Namen Ritter von Walpurgis angenommen. Sie sind so etwas wie die Freimaurer gewesen, eine geheime Organisation, die im Hintergrund agierte und ihre Aufträge erledigte. Viele sind der Meinung, dass die Malfoys zum Beispiel seit Jahrhunderten Mitglieder der Ritter von Walpurgis sind. Das erklärt, warum sie so unverblümt und schroff waren, wenn es um ihre Haltung zur Aufrechterhaltung ihrer reinblütigen Familie geht. Aber wie dem auch sei, was man nicht ignorieren konnte, war Toms magisches Talent. Er war etwas anderes, er war absolut nicht von dieser Welt. Tom Riddle war der rechtmäßige Erbe von Salazar Slytherin und war der erste Anführer der Ritter von Walpurgis. Er wollte die Zauberergemeinschaft ehren, indem er die Tradition mit seiner eigenen Gruppe von Anhängern fortführte, um das edle Werk des Hogwarts-Gründers Salazar Slytherin zu vollenden, dem Mann, der die Gründung der Ritter inspirierte. Aber so sehr Tom Riddle Salazar Slytherin auch verehrte, er wollte sein eigenes Ding machen, und so wurden die Ritter von Walpurgis zu den Todessern. Warum die Todesser glaubten, Harry Potter sei der neue dunkle Lord. Im heutigen Video möchte ich einen Blick auf ein sehr interessantes Thema werfen. Und zwar, was die Todesser über die Geburt von Harry Potter dachten und was die Prophezeiung für sie bedeutete. Und vor allem auch, welchen Einfluss dies auf den dunklen Lord haben würde. Einige Todesser glaubten nämlich nicht nur, dass Harry Potter mit der Macht geboren wurde, um den dunklen Lord zu besiegen, sondern auch, dass er derjenige sein würde, der ihn ersetzen und seinen Platz einnehmen würde. Das ist absolut verrückt in Betracht zu ziehen, aber es ist wahr. Es hätte definitiv passieren können, dass Harry der neue dunkle Lord wird. Lasst uns, um das aufzuschlüsseln, einmal einen Blick auf die Situation und die Umstände werfen und das Ganze einmal subjektiv betrachten. Voldemort ist also vermeintlich, wie wir alle wissen, der mächtigste dunkle Zauberer aller Zeiten, und er wird als viel schlimmer angesehen, als zum Beispiel jemand wie Gellert Grindelwald jemals war. Zumindest hatte Grindelwald wirklich die besten Interessen der Zaubererwelt im Kopf und im Herzen, trotz seiner unkonventionellen Methoden. Voldemort hingegen wollte einfach nur König sein, die Nummer 1 von allem, was den magischen Sektor betrifft. Er ging auf seine Kampagne durch Großbritannien, um Anhänger zu gewinnen, und verbreitete Angst und Schrecken. Er überzeugte viele Leute, sich ihm anzuschließen. Ich glaube, dass sich durch die Anwendung der dunklen Magie bei ihm seine Denkweise sehr hart zum Schlechten verändert hat und er dadurch erst richtig zu Macht kam. Er hat wirklich die Grenzen der Magie weiter durchleuchtet als jeder andere Zauberer vor ihm. Er wurde praktisch konkurrenzlos mächtig und baute so eine große Armee auf, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er jedes einzelne Ziel, das er sich gesetzt hatte, erreichen würde. Und dann war da noch die winzige Tatsache, dass er unsterblich war. Spulen wir in die 80er Jahre vor. Die Todesser stehen kurz vor dem Sieg über den Orden des Phönix.
Es ist ein letztes Aufbäumen und der einzige Grund, dass sie so lange durchgehalten haben, ist, dass Albus Dumbledore so eine große Ausdauer hat. Voldemort war kurz vor dem Sieg, bis er von der Prophezeiung erfährt. Diese Prophezeiung hielt ihn buchstäblich davon ab, die Kontrolle über das Ministerium zu erlangen. Ich meine, er hätte definitiv seinen Kampf erst gewinnen können und danach Harry besuchen können, oder nicht? Es war also ein pures Ego-Ding. Harry wurde gerade erst geboren und er war noch keine Bedrohung. Er hätte also erst seinen Sieg sichern können und sich später um Harry kümmern können. Voldemort hat sich damit selber aus dem Spiel rausgehauen und seinen Körper verloren. Und genau dort ist der Punkt, an dem es anfängt, interessant zu werden. Die Prophezeiung besagte, dass derjenige, der die Macht hat, Voldemort zu bezwingen, naht. Die Prophezeiung verbreitete sich offensichtlich sehr schnell in den Reihen der Todesser und ließ alle möglichen Leute ihre Entscheidung überdenken. Natürlich auch Voldemort selbst. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie das Baby Harry, welches noch nicht einmal sprechen konnte, den Untergang von Lord Voldemort herbeiführen könnte. Es war ein Weg des Universums, Gleichgewicht in die Welt zu bringen, indem es Voldemorts Unsterblichkeit in Frage stellte. Er konnte nicht sterben, aber diese Prophezeiung kommt daher und sagt, dass er es doch kann, und dieser Junge kann das erzwingen. Die Frage ist, war dieser Junge dazu bestimmt, den Dunklen Lord zu besiegen und seine Herrschaft zu beenden, oder war tatsächlich Harry Potter die Person, die die Todesser zu unglaublichen neuen Höhen führen würde? Denkt mal darüber nach. Jeder, der Voldemort tötet, wird natürlich eine Menge Leute zum Reden bringen. Während bestimmte Todesser wie Bellatrix Lestrange und Barty Crouch Jr. versuchen würden, ihren alten Meister zu finden, gäbe es andere Todesser wie Lucius Malfoy oder Peter Pettigrew, die beginnen zu glauben, dass dieser Junge der neue dunkle Lord wird, sein Ersatzlord, wenn man so will. Dies unterstützt einige der Gründe, warum Lucius sich im Schatten aufhielt und keine Aufmerksamkeit auf sich lenkte, und er behauptete auch unter dem Imperiusfluch zu stehen. Manche wissen das vielleicht und manche nicht, aber Lucius hat tatsächlich Draco dazu ermutigt, sich mit Harry anzufreunden und sich mit ihm gutzustellen. Deswegen sehen wir Draco auch, wie er versucht, im ersten Teil mit Harry befreundet zu sein. Natürlich war allein der Ruhm des Jungen ein Bonus, aber er wusste, dass Harry selbst immer noch versuchte zu entdecken, wer er wirklich war. Und wenn Draco Harry irgendwie in die Richtung bringen könnte, dann könnte es für alle Beteiligten von großem Vorteil sein. Es war aber nur Lucius, der so dachte. Viele andere Todesser fragten sich, was Harrys Rolle sein würde, wenn er älter wird. Wenn es um Schurken geht, kommt normalerweise auch im wirklichen Leben der nächste Anwärter und fordert den aktuellen Anführer heraus, um die Macht an sich zu reißen. Draco war die erste Person, die Harrys wahre Persönlichkeit entlarvte, als seine Freundschaft von Harry zurückgewiesen wurde. Anstatt von seinem Ruhm zu profitieren, machte sich Draco über Harry lustig, was dazu führte, dass die beiden zu erbitterten Rivalen wurden. Es ist immer noch faszinierend, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn Harry tatsächlich das Angebot von Draco angenommen hätte. Harry Potter war derjenige, der Voldemort aufhielt, aber die eigentliche Wahrheit in den Augen der Todesser war, dass er eigentlich sein Ersatz war. Es gab eine Menge von Anhängern, die Riesen, die Werwölfe und all die Kreaturen, die von den Regeln des Ministeriums unterdrückt wurden, und alle unter der Führung von Voldemort. Ein Teil davon war natürlich aus Angst nur da, aber sie blieben in der Ordnung aus Angst vor dem Zorn des Dunklen Lords. Viele interne Kämpfe begannen und nicht einmal der Stellvertreter des Dunklen Lords konnte die Ordnung wiederherstellen. Es ist keine Überraschung, dass einige oder viele Anhänger des Dunklen Lords hofften, dass Harry derjenige sein würde, der sie zu Ruhm und Ehre führen und den Wandel in der Zaubererwelt herbeiführen würde, den sich so viele von ihnen herbeisehnten. Wenn wir das einmal ausmalen würden, wie genau würde das aussehen, wenn Harry tatsächlich der neue Dunkle Lord werden würde? Lasst uns mal eben ein hypothetisches Szenario aufstellen, in dem Harry wirklich den Platz von Lord Voldemort einnimmt. Ich glaube, wenn Harry in seine Rolle reinschlüpfen würde, würde Hermine sich schnell von Harry distanzieren, da sie die Haltung, die so viele Todesser gegenüber Muggelgeborenen haben, nicht befürworten kann. Ron wäre, glaube ich, etwas zwiegespaltener. Er wäre mit Harrys Plan einverstanden, um eine positive Veränderung herbeizuführen, aber andererseits wäre er halt auch auf der Seite der Muggelgeborenen. Die Hogwarts-Schüler wären geteilter Meinung, wobei einige glauben, dass Harry sein Schicksal erfüllt und deshalb derjenige ist, der den Untergang Voldemorts herbeigeführt hat. Die anderen würden denken, dass Harry mit Dumbledore den falschen Weg eingeschlagen hat und dass Harry all die gleichen falschen Entscheidungen trifft, die Tom Riddle einst traf. So würde es wieder zu viel Hass und vielen Ungereimtheiten kommen. Zwar denke ich, dass Harry ein freundlicherer Anführer der Zaubererwelt wäre als Voldemort, jedoch denke ich nicht, dass Harry im Allgemeinen eine sehr gute Führungspersönlichkeit hat. Trotzdem würde der Welt wahrscheinlich und hoffentlich in diesem hypothetischen Szenario viel Leid erspart bleiben.
Einige Todesser hätten sich wahrscheinlich über einen größeren Zeitraum hinweg gewünscht, dass Harry den Platz von Voldemort einnimmt, so wie zum Beispiel Lucius Malfoy, da er nicht unter der Angst des Dunklen Lords leben konnte. Andere hingegen würden alles tun, um das zu verhindern, wie zum Beispiel Bellatrix Lestrange, die nicht ohne Voldemort leben könnte und eine Abhängigkeit zu ihm hatte. Aber wir werden wohl nie erfahren, was wirklich passiert wäre, wenn Harry Voldemorts Position eingenommen hätte. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.